Schalömchen, Freunde! Schalömchen. Wisst ihr, welche Zeit wir haben? Nee, welche denn? Oh, scheiß schon wieder Bluescreen, Alter. Fuck. Schalömchen, Freunde! Wisst ihr, welche Zeit wir haben? Welche denn? Wir haben Zeit für ein neues Video! Echt? Was denn für eins? Was machen wir denn heute? Ich hab uns gefragt. Wer denn? Ein paar Leute. So kennst du die? Naja, aber die sind nett. Okay. Ihr habt uns gefragt, mit der Scooter Companion App, könnt ihr die Custom Firmware auf den 1S nicht flashen? Nicht. Nee, ist leider ein Trick dabei. Und den zeigen wir euch heute. Und dann könnt ihr beliebige Custom Firmwares mit dem Scooter Companion auf eure. Da können wir doch eigentlich ganz gut, da können wir euch direkt besser nochmal zeigen, auch direkt, wie man so eine Custom Firmware erstellt. Können wir auch nochmal. Weil beim letzten Mal war die Quali übel low. Weil ich verkackt habe und auf 27p gestellt habe. Wir lernen dazu. Wir lernen immer weiter. Nee. Okay, dann nehmen wir den, Achim. So, dann verpasst ihr einmal hier die Aufnahme für euch, Freunde, dann könnt ihr das gleich alles sehen. Also ihr geht hier wieder auf pro2.cfw.sh. Jetzt seht ihr ja Pro 2. Ich dachte, wir machen was für den 1S heute. Machen wir auch. Machen wir. Also, ganz einfache Kiste. Ihr habt natürlich hier die Presets. Ne? Hier GM-free, das ist, wenn ihr am Hacken seid. Guckt euch der GM an. Habt da keine GMs. Das ist ganz praktisch. Hier, Preset, den Break-Trick, nehmen wir mal als Beispiel. Haben wir hier die Basics, ne? Remove 30 km/h Check, Remove Charging Mode. Wir lassen das jetzt mal drin, weil die meisten von euch haben ja noch keinen Zusatzakku. Ich hoffe, ihr kauft euch einen, das lohnt sich. Wie gesagt, wenn ihr das hier reinmacht, habt ihr den Lademodus nicht mehr. Der Roller lädt dann trotzdem noch, weil viele meinen ja, mein Roller lädt nicht mehr, der ist im Arsch. Nein, der lädt noch, das wird noch nicht angezeigt. Was wichtig ist bei den Basics, ist Versionsspoofing. Dann könnt ihr nämlich immer noch die normale Xiaomi Home App benutzen. Ja, also bei vielen Leuten kann trotzdem sein, dass sie sich nicht mehr verbinden wird. Aber wir machen bald nochmal ein Video zu Alternativen von den Apps, weil. Warum nicht? Kann man machen. So, Power und Speed, das ist natürlich hier alles Standard, man kann das jetzt hier hochschrauben. So, nur das Dashboard. Eben, das im Prinzip würde ich euch empfehlen, das so zu lassen. Wie gesagt, ist das nur ein kurzer Überblick, wenn ihr euch das hier seht, dann geht ihr alles daran. Hier könnt ihr die Max Speed einstellen, Beispiel. Aber wir machen das ja mit dem Bremshebeltrick, dann sollte der Roller ja komplett offen sein. Deswegen gucken wir mal kurz drüber. Hier Motor, Start, Geschwindigkeit. Ich habe gehört, das ist schädlich, wenn man gar nicht mehr antreten muss und man kann das auf Null machen, dann kannst du einfach im Stand Gas geben direkt. Macht ja auch Sinn, der ist ja wie so ein Schlag für genau. Den Motor. Ne? Soll aber nicht so gut sein. Ich habe es auf 5 km/h, er hat es auf 5 km/h, Achim hat es auch auf 5 km/h. Ach, der Achim. Der gute Achim, so. Hier, Nobody Cares, brauchen wir also nicht, uns drum kümmern. Das ist nur für die Rückgewinnung für deinen Strom. Aber das bremst eher aus als alles andere, also gefühlt. Deswegen haben wir das eigentlich ausgemacht bei uns. Das hier ist, haben auch viele nachgefragt, mit warum blinkt mir das Licht andauernd. Jetzt blinkt es euch nicht mehr, wenn ihr den anmacht. Also du stellst halt einfach auf Bright Light Flash Frequency auf 0, drückt da drüber, geht auch, dann blinkt es. Kann man auch machen, dann blinkt der auch nicht mehr. Dann blinkt es auch nicht mehr. So, Cruise Control, Tempomat. Dafür müsst ihr die Region noch auf Dingens, auf E oben stellen, damit das funktioniert. Kann sein, dass hier nicht funktioniert. Aber das könnt ihr auch mit der Scooter Companion App machen, wenn ihr da reingeht, dann seht ihr das eigentlich. Genau. Und wir noch Game Boy Advance SP. Ja, kann man machen hier Stay On, wenn Scooter ist locked, Change. Alles unnötig. Wenn ihr andere Reifengröße habt, müsst ihr das angeben. Dann müsst ihr nicht, aber sonst stimmt das hier mit dem Tacho nicht. Ihr könnt auch euer Batterie Voltage Limit einstellen. Hier, if you want to connect a custom battery with a higher voltage. Mehr Volt gleich mehr Power. Aber in dem Fall ist alles noch original. Wir wollen euch da auch die Advanced-Sachen für euch selber halten, da das immer noch genau. Ziemlich advanced. Habe ich den einen jetzt übersehen hier mit dem Break-Trick? Die konnten noch hier irgendwo. Ja, der Orbits. Ah, hier, genau. Hier Switch. Bei Always Off, Speedbase machen wir aus und machen auf Switchable Break. Dann habt ihr das mit diesem Bremshebel-Trick. Denkt dann, Freunde, eine Bremse gedrückt halten kurz, 2-3 Sekunden. Dann auf Andrücken. Dann könnt ihr beides loslassen. Dann ist der Scooter. Dann fliegt der Scooter in die Luft. Dann fliegt er in die Luft. So, dann haben wir jetzt hier Finish, Time to Cook. Ja. Time to Cook. Dann muss ich jetzt den sehr. Echt? Scheiße. Hier. Dann kann man natürlich hier runterladen. Scooter wir machen jetzt Companion. Hier Companion, ne? Ihr habt auch Scooter Hacking Utility, könnt auch mit einem Android flashen. Den Rollerkollegen. Wie gesagt, ich verweise da nochmals auf C18.
Aber heute geht ja um die Scooter Companion App. Ja. Und dann hier drauf Döner, wo hat jetzt hier Download Achim? Slip. Direkt auf Flashing App. Packt der jetzt rum? Ja, der hat rumgebackt. Also anscheinend einfach nur runterziehen und dann kommt der Download Zip. Dann ladet ihr euch den runter. Jetzt kommt der Entscheidende. Aber Warum ihr dieses Video eigentlich guckt? mal ganz kurze Frage. Guckt. Hat irgendjemand schon mal Winra gekauft? Oder kann mir einer sagen, was mit Winra der freien Testphase auf sich hat? ist? Das habe ich bisher noch nicht verstanden. Ich glaube, Winra benutzt einfach jeder und durchgehend in der freien Testphase. Okay, Freunde. Ich bin jetzt hier im Ordner, also im Archiv. Und warum es bei euch nicht funktioniert hat mit eurem 1S, ist deswegen, weil das steht ja hier Pro 2 Custom Firmware. Wobei hier steht auch M320 Pro 2. Aber Ja, ist ja ist auch egal. Das scheißegal. Wichtige ist diese Ihr Infotext-Datei. klickt hier auf Infotext. Dann habt ihr hier bei Bef. DEV Pro 2 stehen. Jetzt macht ihr einfach ganz einfach. Das ist jetzt schwer, da müsst ihr Ihr müsst aufpassen. aufpassen, das ist wirklich jetzt schwer. Ihr schreibt 1, ne? S. Fertig. Dann speichert ihr den Mist. Ich kann es hier sehr wahrscheinlich ja gut im Archiv, ne? Textwolf-Fan-Up, ja, brauche ich jetzt nicht. Aber ich lade euch das gleich nochmal hoch. Also ich packe das hier bei dem YouTube-Video in die Beschreibung rein, dann könnt ihr euch das auch selber mal runterladen. Am besten mache ich direkt für zwei Versionen, einmal hier 1S und Pro 2 Ja, die Pro 2-Dateien haben wir ja auf unseren und Pro Schnellermach-Videos. 2 Schnellermach-Videos. und Wie die Pro O's. 14. Okay, 14. Und ich hätte mal, mehr brauchen wir eigentlich hier nicht großartig hier Nee, rumzulabern. nee. Das ist Das ja war eine. eigentlich selbsterklärend. Ich habe nämlich gesagt, wir machen noch ein kleines Video dazu. Achso, ja, wann hast du das denn gesagt? Ich habe dann einen Kommentar geschrieben. Da Achso. Leute wollten Ich das lese den sehen. Mist nicht. Pö. Also das, was du schreibst. Anderen Scheiß lese ich Wollen mich natürlich lieber nicht. sehen. Guten Tag. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Ja. Da ist Salz. Oder? und hier bin ich. Warum nicht hell? Ganz kurz, findet ihr diese coole Tasse? Hat 10 Euro gekostet. Aber da ist ein Flemmli drauf. Scheiß mal auf Lenny. Wo ist er? Siehst du gerade nicht? Alter, wo ist Hier ist da! Feuerregel ist am Start, Freunde. Vollriegel. Scheiß mal auf Lenny. Das Kampffeuer, das gab es ja nur einmal. Und naja, da habe ich 10er für bezahlt bei Amazon. Marktkauf. Ach so. Marktkauf. Wir wollen das Video nicht unnötig in Länge ziehen. Doch, wir können das jetzt unnötig in Länge ziehen, weil jetzt kriegen wir Geld durch Werbung. Ihr habt es vielleicht schon bemerkt, aber so finanzieren wir unsere Creeper-Sammlung. Deswegen würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt, Boom!